Guten Morgen! Ja, heute haben wir einen fünften und ich würde sagen, wir reißen gleich mal den fünften aus dem Kreativdepot-Kalender auf. Was haben wir denn dort drin? Da drin haben wir einen sehr schönen Blumenkranz. Und was hat der Schoschi aus dem Blumenkranz gezaubert? Da schauen wir doch gleich einmal nach. Und zwar ein kleines, süßes Etikett. Und zu dem Etikett habe ich dieses Stempelset verwendet. Und natürlich noch Metallösen, dass es natürlich auch noch was ausschaut. Türchen Nummer 5 aus dem Kalender von Frau Blütenstempel haben wir einen Eukalyptus als Stempel. Und daraus habe ich gezaubert die Karte. Ganz schlicht und einfach. Und dazu habe ich dieses Stempelset verwendet. Ein paar Sprenkel drauf. Und die Idee ist fertig. Flebbe Art Adventskalendertürchen Nummer 5. Haben wir. Oh, das fand ich auch so schön. Berge. Lass uns mit den Schneeflocken tanzen. Was habe ich dazu gezaubert? Ein Catcher mit Kraftpapier. Die Sterne habe ich irgendwo rausgepflückt. Ja, jetzt weiß ich wieder wo. Moment. Das habe ich nämlich vorhin gesucht und nicht gefunden. Aus dem schönen Stempelset von der lieben Steffi. Der Stern ist nämlich da unten drin. Und, oder die Schneeflocke eigentlich. Und die hat für mich genau dazu gepasst. Türchen Nummer 5 aus dem Kalender. Klitzekleine Kritzelei. Was haben wir da? Einen zuckersüßen Affen. Einmal koloriert. Und wo kommt der hin? Ihr wisst, wo er hinkommt. Oh, ich freue mich so, weil da gibt es noch was ganz, ganz Tolles dazu. Spot an. Der Affe braucht seinen Platz. Und was denkt ihr, was der Affe bekommt? Der Affe bekommt eine coole Leiter und diese Leiter kommt hier rein. Gute Nacht, bis morgen!